auch sehr gut versteckt, einfach so unter dem Sand fallen. Yeah, mein Schal wird länger. Obwohl den langen Schal. Ja. Mir gefallen auch die Soundtracks, die man hier hört. Ich finde, die Musik ist sehr schön gemacht. Fügt sich sehr schön so in die gesamte Stimmung hier rein. Einmal aktivieren. Auch dich einmal aktivieren. Da hinten macht er auch was fertig. Einfach nur, damit hier alles fröhlich umherflattern kann. Da oben. Meine Güte, ist hier ein Stürmeli. Da können wir nochmal mehr springen. Erstmal hier mühselig hochklettern. Diese Erweiterung für unseren stylischen Superschal. Es ist sehr cool gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir. Wie weit wir jetzt einfach schon springen können, ist auch interessant. Okay. Ich verstehe. Das Spiel möchte mir, glaube ich, mitteilen, dass ich da nicht her kann. Hier hoch. Ich glaube, dann haben wir jetzt hier auch alles erledigt. Okay, da hinten hätte ich hier hochgemusst. Wir haben, glaube ich, wirklich alles, weil Nummer 2 geht jetzt auch da hoch. Ich glaube, wir haben wirklich alles geschafft, was wir hier schaffen können. Deswegen mache ich es ihm gleich und folge ihm einfach. Also gehe einfach da den Schal hoch, den Lappen. Ich gehe jetzt den Lappen entlang. Ah. Ist voll cool. Ich hoffe wirklich, dass ich jetzt auch alles hier habe. Da unten, da sehe ich noch was leuchten. Das muss ich nochmal holen. Es tut mir leid. Aber es tut... Scheiße, das ist das, was ich schon geholt habe. Ich habe mich verarschen lassen. Das tut mir jetzt wirklich leid. Kacke. So, wir sind wieder auf dem rechten Weg. Es war sehr schlau von mir, dahin zu springen. Ich habe mich irritieren lassen. Und da haben wir wieder etwas Interessantes. Alles aktiviert. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder eine Rückblende erfahren. Als etwas aus der Geschichte des Lomat. Mutter. Sie errichten Gebäude, wenn ich das richtig verstehe oder richtig deute. Und sie entdecken die Kraft des Lappens. Unsere Reise kann weitergehen. Mal gucken, ob wir immer noch durch die Wüste stapfen müssen. Oder ob wir in neue Gebiete vordringen werden. Es geht mir nicht schnell genug.
die sengende Hitze der Wüste ist immer noch unser, ja, treuer Begleiter, wenn man das überhaupt so nennen möchte. Und ja, wir haben es. Okay, der Tempel, die Ruine ist komplett verschwunden. Wir haben es rausgeschafft und müssen jetzt durch die weite Wüste stapfen. Immer noch Wüste, immer noch kein Anzeichen von anderem Leben, außer Nummer 2, und der ist verschwunden. Nummer 2 hat uns einfach allein gelassen. In dieser unwirklichen Welt. Okay, was bist du? Okay, ich würde einfach mal vermuten, wir müssen ihm folgen. Er füllt uns den Schal immer wieder auf. Das ist ja cool. Voll nett. Komm zu mir, ich kann nicht mehr fliegen. Ausgerechnet jetzt, wenn es die Riesendüne hochgeht. Sensodüne, mach dich fertig. Warte, du hast mich nicht ganz aufgefüllt. Mann. Aber er füllt uns zum nächsten Lappen. Finde ich sehr nett von dem kleinen, putzigen Lappen. Und zack. Kommt jetzt noch einer. Okay. Ich bin der Herr der Lappen. Wahrscheinlich muss ich die einfach nur befreien. Und unser Hausläppchen. Oh, ist das eine steile Düne. Führt uns immer von Lappen zu Lappen. Würde ich mal vermuten. Wir bleiben auch einfach stumpf da in der Luft schwebend. Begeben wir uns einfach mal weiter Richtung Berg mit dem Leuchten. Da unten ist was. Da vorne haben wir auch noch was. Ich gehe erstmal. Okay. Da hinten ist Nummer 2. Cool. Wir gehen erstmal hier unten lang. Und gehen dann Richtung Nomad 2. Habe ich gerade so beschlossen. Das Spiel ist irgendwie voll cool. Geht das, wenn ich jetzt... Jo, das geht, cool. Hätte ich das am Anfang mit den Grabsteinen auch machen können? Okay, das war's schon. Wahrscheinlich ist es einfach nur ein Stück Geschichte, was wir jetzt uns ansehen können. Auch wenn ich nicht weiß, was die Geschichte genau bedeutet. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber egal, wir gehen mal jetzt... Oh. Ach, sieh mal, da ist Nummer 2 zurück. Ah, cool. Hey, mein Freund. Schön, dass du zurückgekommen bist. Ich hätte dich sonst sehr vermisst. Okay, alles klar. Nummer 2 ist wieder da. Ich gehe jetzt erstmal da hinten den Weg ab. Wir hatten ja noch eine Ruine. Hm.
Okay, cool. Wir können uns gegenseitig aufladen. Das ist auch interessant. Werde ich einfach mal machen. Da unten ist nichts. Nichts, was leuchtet oder sonst wie. Yeah! Voll cool. Ich danke dir. Er begleitet uns jetzt. Das ist voll cool. Und da können wir wieder was aktivieren. Das wollte ich jetzt auch machen, aber ich danke dir. Macht das auch von selber, das ist voll nett. Ich glaube, ich muss das alles aktivieren, damit die kleinen Scheißerchen hier hinkommen. Wenn ich das richtig deute. Wahrscheinlich werde ich gleich wieder zurückgedrängt. Oder auch nicht. Irgendwie deute ich alles falsch. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Entschuldigung. Ich folge jetzt einfach mal Nomad 2 und den fliegenden Lappen. Ja, füll mich weiter auf. Hau doch nicht ab. Ah. Da oben muss ich hin. Da oben gibt es was Neues für mich. Okay, ich habe Nomad 2 wieder aus den Augen verloren. Das ist nicht gut. Ah, guck mal, da ist ein Lappen. Zack. Jetzt krieg ich bestimmt Läppchen, oder? Ah. Komm. Verdammt. Warum füllst du mich nicht auf? Hab dich doch lieb. Ja. Lass mich mal kurz hier hoch. Ich möchte mal kurz gucken. Ist hier irgendwie irgendwas? Ich glaube, nein. Nö, ist es nicht. Bevor ich weitergehe, möchte ich aber unbedingt da oben auf den Turm. Ah, und hier ist mir die Möglichkeit gegeben. Jawohl. Und aufwärts. Für mehr Sprungenergie. Oder Kraft oder wie auch immer. Nice. Frag mich immer noch, wie. Ich frage mich, wie die Lappen überhaupt so rumquäkeln können. Es ist und bleibt mein Rätsel. Immerhin sind es einfach nur Lappen. Aber putzige Lappen. Richtige Putzlappen. Wir kommen dem Berg langsam näher und näher. Okay. Wo muss ich lang? Links, rechts, geradeaus? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich hier nicht aus. Da habe ich jetzt drei Sachen aufleuchten sehen. Drei Stück. Und hier scheint ein Sandsturm zu toben. Das ist nicht gut. Komme ich darüber? Ja, ich komme rüber. Ah, da sind ganz viele Lappen eingesperrt. Nomad! Warte mal kurz. Da unten ist Nomad. Ich gehe mal kurz zu ihm runter. Nomad, warte auf mich! Behalt mich nicht hoch!
berühre mich. Los, berühre mich. Berühre mich noch einmal, bitte. Ich danke dir, mein Freund. Ich vermute einfach mal, ich muss den Turm erklimmen. Ich mache das einfach mal. Ich gehe mal hier rauf. Ja, sehr gut. Ah, oh, wie cool. Ah, nice. Die bringe ich... Das ist ja mal richtig cool. Die Läppchen bringen mich vorwärts. Vorwärts. Okay. Interessant. Sieht aus, wenn man da rein kann, aber das kann man im Moment nicht. Die armen Lappen. Warum werden die eigentlich eingesperrt? Ich verstehe es nicht. Und er bringt mich nach oben. Finde ich super nett. Aha, sieh mal einen an. Ich habe es mir schon fast gedacht. Gut, dass ich erstmal mich umgucken möchte. Yeah, und mein Schal wird immer länger und länger. Der Winter naht ja auch langsam. Okay, da ist nichts mehr. Der Lappen. Lässt die Zivilisation der Nomads immer weiter wachsen. Freiheit allen Lappen. Ich glaube, die beiden wollen, dass wir zu ihnen gehen. Ich glaube, ich vermute einfach mal, die wollen uns vorwärts bringen. Bin ich jetzt abgestürzt oder Nummer 2? Keine Ahnung. Das ist voll interessant. Das ist wie ein Wettrennen. Oh, verdammt. Hat ja super geklappt. Da war nämlich ein Lappen, mit dem wollte ich gerne mich kurz schließen. Aber darf ich nicht. Warte. Ich hab's genau gesehen.
Wahrscheinlich war das jetzt meine einzige Chance, an diesen Lappen, an diese Lappenergänzung zu kommen. Und die musste ich einfach ausnutzen. Da muss ich wahrscheinlich gleich durch. Aber erst einmal gehen wir nach unten. Ah, da können wir wieder was aktivieren. Mache ich gleich. Erstmal das hier. Mehr Putzläppchen braucht das Land. Danke. Ich muss wahrscheinlich erst einmal alle aktivieren, bevor irgendwas passiert. Huch. Ah. Es war sogar direkt richtig, was ich gemacht habe. Cool. Kommt ja selten genug vor. So, bevor ich da jetzt aber hingehe, möchte ich mich hier noch kurz umgucken. Wir wissen ja, das lohnt sich. Und da hier so verdächtig viele rumflattern und da oben wieder was ist zum Aktivieren, mache ich das einfach mal. Mehr Nomad-Geschichte. Warum setzt er sich eigentlich hin, wenn ich die Optionstaste drücke?